Hallo und herzlich willkommen zu Parkitekten. Mein Name ist Knauk und ich freue mich, dass du dabei bist. Eventuell hätte ich hier ein bisschen anders bauen müssen, denn das ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden. Vielleicht hätte ich tatsächlich noch kompakter, noch enger zusammenbauen müssen. Vielleicht kriegen wir es doch noch gerettet. Müssen wir mal sehen. Wir haben auf jeden Fall aktuell 7000 Dollar, 93 Gäste plus minus. Das schwankt gerade. Also es geht nicht auf die 100, weil ich meine, man muss 100 Leute zusammenkriegen. Wir haben 100 Leute gefragt, wann dürfen wir ihr Land erweitern? Die Antwort ist in 4 Besuchern. In 4 Besuchern dürften wir theoretisch, da gehen wir 2, nee, doch nicht, okay. Wir brauchen noch 4 Besucher, dann dürfen wir unser Land erweitern, beziehungsweise bekommen was geschenkt, ich weiß es nicht genau. So, da kommt wieder einer, 97. 97, okay. Wie machen wir das jetzt? Werbekampagne? Eine Werbekampagne wäre eigentlich gar nicht schlecht, ne? Werbung für eine Attraktion. Wir nehmen Fernseh, wählen, sagen wir mal, die hier aus und kostet dann für 3 Monate 636 Dollar. Ich glaube, das ist in Ordnung. Dann machen wir hier Werbung für und vielleicht bekommen wir jetzt mehr Leute. Ich weiß aber nicht. Oha! Oha! Aha, wir bekommen Werbung. Das ist sehr gut. Zweifache Werbung. Einmal im Fernsehen und einmal über einen Influencer. Welcher erfolgreicher ist, könnt ihr selber entscheiden. So, wir haben 97 Gäste. Ja, 97. 98. Okay, haben wir noch Platz für 2 Gäste? Da kommt wieder einer. Das ist sehr gut. Und jetzt, last but not least, noch einer. Noch ein Gast, bitte. Und dann hätten wir nämlich das erste Level von, ich glaube, 6 Leveln geschafft. Und einen, komm, einen kannst du doch noch gönnen, oder? Da kommt einer. Aber da geht auch einer. Da kommen 3. Oh, jetzt wird aber zu viel. Nee, einer muss zu Hause bleiben. Einer muss draußen bleiben. Tut mir leid. Jawoll. Schalte 1746 Quadratmeter. Hallo, Verwalter. Das ist doch ganz schön toll. Oh, jo, jo. Guck mal hier. Hier haben wir auf jeden Fall jede Menge Platz dazu gewonnen. Jede Menge. Naja, wir kriegen auf jeden Fall da was gebacken. Aufregende Fahrgeschäfte sind wir gerade. Gyrodrop Tower. Ah, der Gyrodrop Tower, den wollte ich ja noch bauen. Stimmt. Der Gyrodrop Tower. Der Gyrodrop Tower, den setzen wir hier hin. Ne, hier. Hier. Wenn wir kompakt bauen, dann richtig kompakt. Also wenn, dann machen wir es richtig. Ja, Sandalen. Okay, wir haben aber nicht so viel Fläche. Also dürfte man die eigentlich relativ schnell finden, denke ich mal. So, machen wir hier den Eingang und den Ausgang. Machen wir auf 6 Dollar. Und eröffnen das Ganze. Und jetzt ziehen wir den... Warte mal, nee, den Eingangsweg. Warte, warte, ich muss ja erst wieder umfärben. Stimmt ja, Moment. Dann nehmen wir die Farbe. Wir müssten vielleicht auch den richtigen Weg wählen. Die, ja. So, und dann gehen wir nämlich jetzt hier hoch. So, das haben wir schon mal. Und jetzt brauchen wir noch den Eingang. Den würde ich sagen, ziehen wir dann auch hier hoch. Hier hoch. Hier hin. Darum und dann darunter. Klingt nach einem Plan, ne? Oh, nee. Darüber, genau. So. Wunderbar. Und eröffnet das ganze Ding. Ach so, kann ich ja noch nicht. Stimmt, die Höhe. 15. So wie der wackelt, ist das natürlich vertrauenswürdig. So, das haben wir schon mal, das haben wir schon mal, das haben wir schon mal. Okay. Wir haben aktuell ein Spiegelei-Problem wieder. Na, 4. 4 Spiegeleier. Gut, wir haben aber auch Vandalen. Ey, sag mal, habe ich keinen Security-Mann hier? Nö. Wo läufst du denn rum? Da steht kein einziger. Ich zahle nicht so viel für Wipeout. Okay, machen wir auf 3 Dollar. Das ist sehr gut. Weil das auch eine hohe Kapazität hat. Hier, das ist gut. Okay. Viele Gäste beschweren sich über Müll. Ja, aber so viel Müll ist doch hier gar nicht. Oder sehe ich das falsch? Alter, die ganze Queue ist weg. Guck mal hier. Nee, da. Da sind noch 2 Plätze, 4 Plätze. Da hätten die doch hochklettern können mit einer Leiter. Also, die sollen sich mal nicht anstellen. So, wir gucken mal ganz kurz die Gästegedanken an. Gästegedanken. So. Und schmutzigen Park, okay. Nachvollziehbar, ja. Hausmeister. Sollen wir noch einen Hausmeister einstellen?
Weil wäre, glaube ich, nicht schlecht, ne? Ja, komm, wir stellen noch einen ein. Kann nicht schaden. Kann wirklich nicht schaden. So, wir haben 4600 Dollar. Wir sind gerade am Erforschen. Schiffsschaukel. Ah, Schiffsschaukel ist gut. Die ist relativ kompakt. Oh, der kommt sehr gut an. Das ist erfreulich. Hier sind auch wieder Gäste. Da sind Gäste. Das ist eine Nullnummer. Aktuell macht das echt Minus, ne? Ja, pass auf, dann... Da sind Gäste drauf, ne? Ups. Ups, beinahe hätte ich das abgerissen. Huch! Okay, wir haben 115 Gäste. Wir brauchen 200. Ja, wir brauchen 200. Ob wir das mal so easy peasy hinkriegen, weiß ich nicht. Achterbahnen, ein Schienenbahn, Spinning Coaster. Ja, genau, Spinning Coaster wollten wir ja machen. Oh, sollen wir den hier hinsetzen? Oder den hier? Weil da würden auf jeden Fall Gäste kommen. Aber wieso kann ich denn hier keinen bauen? Ah, hier könnte ich den hinsetzen. Okay, der wäre eine Möglichkeit. Zu unkompakt. Zu unkompakt. Viel zu unkompakt. Auch zu unkompakt. Das hier wäre noch eine Möglichkeit. Zu hoch, okay. Platz ist bereits belegt. Okay, okay, okay. Ja, pass auf, dann nehmen wir den einen. Ja, ich glaube, der ist am besten. Der passt hier am besten hin. Aber ich weiß noch nicht genau, wo. Hier. Eigentlich würde ich den gern so hinsetzen. Dann hätten wir Eingang-Ausgang direkt. Dann machen wir das auch. So, Wege. Achso, kann ich hier wieder nicht hin, ne? Wie mache ich das denn jetzt? Da ist der Ausgang für das. Ah, jetzt ist da wieder einer lost. Guck mal, der läuft hier einfach über den Platz. Ah, okay, der hat den Weg. Sehr schön. So, ich würde den Ein- und Ausgang, glaube ich, hier tauschen. Eingang machen wir hier hin. Oha. Wieso kann ich die denn nicht? Ach, die haben nur zwei. Ah, die haben keine verbundene Station. Oh. So. Und den Ausgang machen wir dann hier hin. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller. Weil dann können wir nämlich jetzt hier runter. Und auf der anderen Seite machen wir hier erstmal auf 6 Dollar. Keine Ahnung. Und den Eingang würde ich dann tatsächlich so ziehen. Ah, ja, okay. Ich verstehe. So, wie machen wir das jetzt? Hier gehen wir runter. Ja, perfekt. Perfekt. Direkt schon der Warteschlange ist noch gar nicht eröffnet. Sensationell. Ja, ist jetzt halt ein bisschen blöd. Mit Ein- und Ausgang. Gebe ich zu. Aber ich wüsste keine andere Möglichkeit. Geht das überhaupt so? Ich muss mal gucken. Nicht, dass die jetzt nur bis hier fahren, ne? Schöne Fahrt, ne? War eine schöne Fahrt, oder? Jo. Ich lasse das jetzt erstmal so weiterlaufen. Die zahlen für ein paar Sekunden, zahlen die 6 Euro.
Ich glaube, das ist ein Bock. Ich glaube, das ist nicht so gewollt, oder? Und die stehen an. Schön. Die wollen nochmal fahren. War super. Es hat sie begeistert. Alter, die Abfertigung ist hier ein Traum. Achte mal. Ich lasse jetzt erstmal... Okay, war Zeitverschwendung. Ich lasse jetzt erstmal weiterlaufen. Gucken, was passiert. Krass. Okay, das macht immer noch Minus. Das heißt, das müssten wir theoretisch mal abverkaufen. Ja, geht nicht anders. Ja. Schön. Läuft, ne? War das Geld nicht wert? Ja, okay. Ich verstehe. Aber ein Versuch wert, komm. So. Okay, wir drehen das. Aber das wäre eine Goldgrube gewesen, wenn das gepasst hätte. So, das heißt, der Eingang kommt dann hier hin, der Ausgang geht hier hin. So, da laufen wieder Leute über die Gehwege. Da kann ich jetzt nichts dran ändern. Ne, so geht das ja gar nicht. Stimmt ja. So. Und hier gehen wir dann halt so rum. Und da runter. So. Und eröffnen. Ja, okay. Ich sehe ja den Fehler ein. Wäre aber lustig gewesen. Naja, ich glaube auf jeden Fall, so ist das besser. Oh. Okay, ich lasse die mal kurz frei. Alter, ich finde hier aber auch ein paar Sachen gerade heraus. Das ist ultra witzig. Und du. So. Und dann können wir wegmachen. Okay, aktuell noch keine Negativnachrichten. Das ist gut. Aber kürzeste Achterbahn der Welt. Mit den höchsten Eintrittspreisen der Welt. Das sind wir. Okay, haben wir hier irgendwie Gedanken, die negativ sind? Nö, aktuell nicht. Eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt. Fliegender Teppich, was kostet der? Kann ich mir den leisten? Schiffsschaukel. Hä? Wir haben doch zuletzt fertiggestellt, Inverted Double Swing. Inverted Double Swing. Hä? Wir haben doch als letztes hatten wir doch... Na, passt da nicht hin. Wir hatten doch als letztes fliegender Teppich, oder vertue ich mich jetzt gerade? Starflyer ist zu groß. Schiffsschaukel. Ne, ich glaube, ich vertue mich. Könnte sein. Ja, okay. War Schiffsschaukel. Dieser Platz ist bereits belegt. Ja gut, wir könnten das hier hinsetzen zum Beispiel. Aber dafür brauche ich $1,250, ne? Hm. Achso, wir kriegen mehr Besucher. Das ist gut. Das ist sehr gut. Keine Konstruktionsrechte. Ja, okay. Ich guck gerade, ob man hier so ein bisschen abkürzen könnte oder verkürzen. Machen wir das nämlich so, weil dann kann ich das nämlich hier hinsetzen. Du hast nicht genug Geld. Ja, das ist mir auch schon bewusst geworden. Sag mal, können wir uns eigentlich einen Kredit leisten? Nein. Viel zu teuer. Oh Mist. Also Szenario oder beziehungsweise Theming braucht hier keiner erwarten. Theming, wird hier auf keinen Fall gemacht.
Weil da habe ich auch gar keinen Platz für. Ist alles mit Warteschlangen und Wegen belegt. Also wir brauchen 1200 Dollar. Die ist jetzt auch nicht so gerade der Überflieger, ne? Ja, 100 Dollar machen wir Gewinn, das ist gut. Das ist eigentlich ganz okay. So, die nächsten. Ja doch, also die haben keinen Stillstand. Das heißt, die sind permanent belegt, bis auf er hier. Warum fährt denn... Ich zahle nicht so viel dafür. Oha! Okay, gehen wir auf 5 Dollar. Jetzt bin ich mal gespannt. Einzige, der da reingeht, ist der Kehrmeister. Sonst geht keiner da rein. Warum? Ich zahle nicht so viel fürs Topscan. Okay. Clockwork. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Clockwork ist permanent ausverkauft. Wipeout. Gyro-Drop-Tower. Also der Gyros-Drop-Tower, okay, den können wir eventuell doch auf 5 Dollar machen. Aber da beschwert sich keiner drüber, ne? Inverted Double Spin haben wir. Skyfall machen wir gerade. Skyfall, wenn ich mich nicht vertue, war das auch groß. So 6x6 oder sowas. Na, gucken wir gleich mal. Wir haben aber auf jeden Fall 1200, muss ich doch irgendwie zusammenbekommen. Aber die Gebühr von 1,8 ist unrealistisch. Ich habe Parkverbot. Oh nein. Du armer Bengel. Hast wahrscheinlich einen Mülleimer kaputt getreten und hast jetzt ein Parkverbot. Oh. Ja, hier. Ich wäre doch doof, wenn ich Clockwork runtersetzen würde, wenn da so viele Leute sind. Skyfall. Schau mal kurz. Nee, Skyfall war das. Stimmt, stimmt. Aber kostet 2000, ne? Wieso machen wir Minus? Weil jedes Geschäft produziert richtig Kohle. Ja, das verstehe ich nicht. Gehälter sind eigentlich okay. Forschung ist okay. Gebäudewartung ist okay. Ja, die Wartungsarbeiten, ja gut, aber... Guck mal, Fahrpreise, wir haben 796 eingenommen. Oh. Ja, die Wartungsarbeiten sind konstant. Ist so. Die Wartungsarbeiten sind permanent konstant. Gehälter haben wir 181. Da sollen wir da mal vielleicht gucken, ob wir da eventuell einen oder anderen... Okay, Security brauchen wir. Mechaniker brauchen wir auch, auf jeden Fall. Einen Träger haben wir auch. Wir haben schon das Minimum an Personal. Und zwei Kehrmeister kommen. Die kosten 36. 18 pro Stück. Ich wüsste nicht, wo ich noch sparen sollte. Ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Ich bin da so ein bisschen überfragt. Aber gut, wir haben schon mal ein Land gewonnen. Das heißt, hier kommt noch eine Attraktion, da kommt noch eine Attraktion. Und das geht jetzt auch schon steil. Ha. Was haben wir hier für Gedanken? Noch was Rasanterem. Du wirst, weil, pass auf, du hast einen Freefall. Ne? Du wirst runtergefallen. Du kannst da nichts Rasanteres. Es gibt nichts Rasanteres, was dein Körper aushalten würde. Ja, zwei Kehrmeister brauche ich aber. Sehe ich mal. Ich denke mal, mit ein, zwei Attraktionen mehr werden wir auch natürlich wieder mehr Kohle verdienen. Und ja, ich denke mal, dadurch wird das dann ein bisschen einfacher. Power Search. Okay, okay, okay. Inverted Double Swing. Ja gut, Inverted Double Swing kann ich mir aber aktuell nicht leisten.
Den Gyros Tower haben wir ja schon. Schiffschaukel. Du hast nicht genug Geld. Mhm. Noch nicht. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir die jetzt hier hinsetzen, wie ich das erst vorhatte, oder hier. Weil ich glaube, hier ist besser, ne? Für Ein- und Ausgang. Ja, wobei, wo soll ich den Eingang hinsetzen? Ja, weil gleich hier auch, ne? Gleich im Grün. Hier könnten wir... Warte mal, da wäre der Ausgang, den Eingang so. Wäre eine Möglichkeit. Achso, ich habe keine Konstruktionsrechte. Hm. Ja, da fehlt eine Kachel. Wir brauchen doch nur noch $150. Und dann hätten wir doch. Es war so knapp. Es war so knapp. Obwohl, da könnten wir eigentlich auch hier hinsetzen, ne? Und in Skyfall dann hier lieber. Oh, Skyfall hier? Ja, mach mal, komm. Dann setzen wir die Schiffschaukel da unten hin. Schön am Wasser. Oder auf dem Wasser? So halb auf dem Wasser. Ich habe nicht genug Geld. $12 fehlen mir. 12. Hä, der Platz ist bereits belegt, aber der nicht. So. Weil, dann können wir nämlich jetzt hier den Eingang hinmachen und den Ausgang hier. Und dann setzen wir das Ganze auf $5. Wir öffnen das Ganze. Gehen hier hoch. Ach so, da komme ich ja wieder nicht hoch. Das ist aber jetzt blöd. Das ist das Teil hier, ne? Dann gehen wir halt hier rum. Du hast nicht genügend Geld. Okay. Du hast nicht genügend Geld, um das abzureißen, oder was? So. Und dann sind wir da dran. Puh. So, jetzt noch den Eingang. Ich habe nicht genügend Geld. Oha. Wir müssen das auch hier ein bisschen anders machen. Ah. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Schiffschaukel. Puh, das wird ein hartes Stück Arbeit. Das sag ich dir mal. Also wir müssen jetzt auf $2000 sparen, ne? Damit wir halt den Skyfall platzieren können. Junge, Junge, Junge. Aber hier ist ein Gewusel. Lecco mio. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.